Wie sieht die perfekte Eisbearbeitungsmaschine aus? So. Am meisten fasziniert, glaube ich, hat uns im Werk diese familiäre Atmosphäre, sei es zwischen den Arbeitern oben, die die Teile fertigen, oder unten im Werk, wo die Maschinen zusammengebaut werden. Jeder hält zu dem anderen, jeder arbeitet zusammen. Die Erfahrung, die Eismaschine selbst zusammenzubauen, ist einer der besten. Man sieht, wo und was hinkommt. Und im Falle wo findet man auch vielleicht indirekt einen Fehler, wenn was dran wäre. Wir haben auf der Suche nach einer Eisbearbeitungsmaschine vor allem sehr viel Zeit darauf verwendet. Wir haben fast 2 Jahre gebraucht, um uns auf dem Markt zu orientieren. Es gibt eigentlich im Nachhinein, wenn man sich das ansieht, nicht sehr viele performante Anbieter, wo man solche Eismaschinen herbekommt. Zum Schluss haben wir uns dann zwischen WM und einem weiteren Anbieter entscheiden müssen. Dann haben wir diese Maschinen uns angesehen. Wir haben uns die Hersteller angesehen, die Herstellung vor Ort in den Fabriken. Und da hat uns das sehr überzeugt. Erstmal das Konzept von der WM, wie das aufgebaut ist. Die Maschinen sind sehr durchdacht, vor allem auch für Wartung. Man findet alles an seinem richtigen Platz, hat wunderbaren Zugang. Das Handling der Maschine ist sehr angenehm. Uns hat besonders gut gefallen die offene Art, wie wir bei WM empfangen wurden, wie wir Antworten auf alle unsere technischen Fragen bekommen haben. Es gibt keine Geheimnisse bei WM. Wenn wir als Kunde da kommen, dann erklärt man uns die technischen Details. Man erklärt uns, warum Sachen gemacht wurden, und man ist sehr offen gegenüber Vorschlägen, gegenüber uns als Kunden. Eingebaute Eismaschine jetzt selbst auf dem Eis sehen zu dürfen und zu können, ist schon geil. Das ist einfach, man hat es selbst erschafft.
Ja.